Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend zwischen Burgwald und Birkenbrinkhausen. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Korbach wurde in seinem BMW eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 22-jährige Beifahrerin konnte den Wagen leicht verletzt verlassen. Laut Polizei war das Auto nach einer Linkskurve ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf Höhe des Sportplatzes, wo gerade das Fußball-B-Liga-Spiel zwischen Birkenbrinkhausen und Löhlbach stattfand. Fußballer und Zuschauer leisteten erste Hilfe. Das war vorbildlich, sagte ein Polizist.